So, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Nachmittag. Wir werden sicherlich später noch eine Sendung fahren zu den US-Indizes, die ja hier in einer Viertelstunde eröffnen. Wir haben es jetzt 15:15 und wir wollen uns den Goldpreis anschauen. Janet Yellen spricht gerade, beziehungsweise es stehen ja noch einige Notenbanktermine hier auf der Agenda. Wenn wir uns die aktuellen Termine mal anschauen, dann haben wir hier die Kameradin Yellen, die eben hier 1600 beginnen wird und 15 Uhr hat jetzt Super Mario, also Mario Draghi, angefangen, hier seine Äußerungen zu tätigen. Wenn die Notenbanker sprechen, kann es immer interessant werden. Und wir wollen uns aber jetzt mal dem Rohstoffmarkt zuwenden, der hier am Nachmittag eine mögliche Fortsetzung einer Schwäche initiieren könnte. Wir sehen den Goldpreis, da schauen wir uns gleich nochmal den Intraday-Chart an. Hier aber jetzt mal zunächst auf Stundenbasis in einem strukturierten Abwärtstrend, der hier übergeordnet seit längerem intakt ist. Wir haben Gold auf dem JFD Desktop schon häufiger unter die Lupe genommen. Hier auch zuletzt, das ist eigentlich das signifikante Bild, dass wir hier einen klaren Trendlinienbruch hatten, beziehungsweise hier eine klare Unterschreitung eines Support-Levels 1223, 1220 Dollar. Da sind wir hier runtergelaufen mit der Kerze am 17.02. und das war im Prinzip das klare Verkaufssignal. Also hier alles, was Rücksetzer in diesem Bereich waren, Schrägstrich sind, wurde hier als mögliche Korrekturfortsetzungs Chance gewertet, um hier günstiger in Shorts einzusteigen. Wir wollen mal sehen, wie der Tag heute ausgeht. Letztlich sehen wir hier ja aktuell wieder eine Schwäche. Der Goldpreis knappe 10 Dollar bislang gelaufen. Wir haben einen Schnitt zwischen ja rund 16 bis 18 Dollar. Das heißt, hier könnte durchaus noch ein bisschen was kommen nach unten. Wir sehen die letzten Tage hier alle relativ durchwachsen. Aber die Tendenz, die wir hier damals mit dem letzten Goldcheck hatten, war grundsätzlich schon mal richtig. Nächstes Zwischenziel auf Sicht mehrerer Tage wäre das Niveau von rund 1170 Dollar. Dazu passt auch hier zunächst erstmal die Saisonalität, die wir uns jetzt mal anschauen. Sie sehen hier mit Blick auf die nächsten 20 Tage, ja, es würde gut ins Bild passen, wenn wir genau diesen Abwärtsimpuls hier nach unten fahren für die kommenden Tage bis in den März hinein. Wäre im Prinzip relativ gleichlaufend mit der technischen Prognose, die wir hier getätigt haben. Der Tag heute selber, Gold ja übergeordnet eher in einer kritischen Lage. Wie heißt oder soll heißen, wir haben hier generell bärische Wochentage mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen, insbesondere Mittwoch ganz schwach und der Donnerstag hier mit 39-40%. Also hier durchaus Tage, an denen man Short-Chancen suchen sollte, aber auch die anderen Tage bestechen nicht gerade durch ein bullisches Fest. Und insofern wollen wir mal sehen, was heute noch passiert. Wie gesagt, die Notenbanker können hier für Würze sorgen, nach oben wie nach unten. Das heißt, es kann hier impulsiv natürlich nochmal ein Pullback Richtung 1220, 1223 Dollar geben. Das wäre dann nochmals eine mögliche Short-Chance, um hier aufzuspringen auf weiter fallende Preise, sofern sie dann auch kommen. Wie gesagt, im Stundenchart sehen wir jetzt hier aktuell die heutigen Bewegungen. Wir sind knapp unterhalb des Daily Pivot Points, sind hier aus der Asia Session von Hochs reingekommen, haben also bislang einen sehr, sehr tendenziell schwachen Tag laufen. Jetzt muss man sehen, wie es sich weiter gestaltet. Ich habe Gold auch in den Fokus genommen, weil hier im M15, und dann zeige ich Ihnen gerade mal den Realtime MetaTrader Trading Desk sozusagen. Wir haben hier im M15 Chartintervall beim Gold die Situation, dass wir hier eine klar strukturierte Rainbow-Struktur abwärts haben. Das Ganze auch im H1. Jetzt mal geswitcht auf den H1. Wir sehen hier ganz klare Abwärtstendenzen. Der Rainbow mega bärisch aufgefächert. Hier die aktuelle Kerze. Wir kommen wieder zurück jetzt von den bisherig vor kurzem markierten Tagestiefs, aber kein Grund zur Sorge. Das Momentum deutet im Prinzip auf neue, weitere Tagestiefs hin, die sich jetzt eben hier unter dem letzten 4-Stunden-Tief weiter fortsetzen sollten. Das wären hier Preise unter 1194 Dollar, 59. Wenn wir dieses Niveau unterschreiten, dann ist davon auszugehen, dass wir hier die gestrigen Tagestiefs jetzt im kurzfristigen Segment anlaufen. Das wären dann Niveaus um 1190 Dollar. Und dann hätten wir auch vor dem Hintergrund, ich sagte ja bereits, wir sind knapp 10 Dollar gelaufen, dann hätten wir hier auch die Daily Range rein statistisch ausgeschöpft. Dann wären wir in dem Bereich 16, 17 Dollar und das wäre für Gold eigentlich eine ganz, ganz passable Aktion. Wollen doch mal sehen, was noch passiert. Ein weiteres Gimmick, was ich hier nicht vorenthalten möchte, ist die Fuzzy-Logik, die sich heute beim Goldpreis wie folgt darstellt. Wir sehen, wir haben hier tendenziell bis in die späten Nachmittagsstunden, Schrägstrich Abendstunden des US-Handels, hier eine weiter fallende Tendenz zu erwarten. Das heißt, die Fuzzy-Vektorlogik weist auch hier mitsamt einem Rainbow, mitsamt übergeordnet bärischer Strukturen auf weiter fallende Preise hin. Und das ist doch eine
gänzlich interessante Situation für den heutigen Tag, wenn man davon ausgehen darf, dass hier sogar Rücksetzer bis unter die gestrigen Tagestiefs erfolgen könnten. Wohlbemerkt, dann muss man sehen, wie die Reise weitergeht, aber dazu haben wir uns gerade auch den Tagesschart angeschaut, der freilich nicht wirklich einen bullischen Eindruck macht und grundsätzlich ist hier die Tendenz wohl die, dass Gold weiter fallen wird. Daran kommen wir wohl nicht vorbei und insofern warten wir mal ab, was der Tag noch bringt, gerade wenn es dann eben noch in den USA 15:30 losgeht. Obacht hier häufig, und das ist keine Seltenheit, dass es gerade an der Nachmittags- oder während der Nachmittagssession wie gestern einerseits plötzlich zu großen Aufwärtssprüngen kommt, wie wir hier gesehen haben beim Gold, aber auch häufig hier eine Tendenz in Sachen Abwärtsbewegung erfolgt. Das ist, wie gesagt, ganz interessant, was die US-Märkte bzw. dann der US-Markt als solcher noch hier treibend anwirft bezüglich Gold. Es deutet sich für heute, wie gesagt, eine weiterfallende Tendenz an. Ob es so kommt, werden wir erst am späten Abend wissen. Ich gebe nochmal den Hinweis, dass das hier, wie gesagt, keine Handelsempfehlungen sind, sondern reine Risikohinweise. Moment, wir müssen das mal anders machen, richtig groß. Da es sich hier immer um Informationen handelt und keine Handelsempfehlungen. Das ist ganz wichtig für Sie. Sie haben Ihr Pulver in der Hand. Sie müssen sich um Ihr Geld auch selbstverantwortlich kümmern und natürlich auch nach Ihren Setups vorgehen. Was wir Ihnen zeigen hier, sind immer charttechnische Tendenzen, mögliche Setups, die man spielen kann. Aber die Eigenverantwortung trägt natürlich jeder selber und das sind insofern keine Handelsempfehlungen. Wenngleich die Situation ganz interessant ist, müssen Sie es selbst regeln und handeln. Insofern wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Nachher schauen wir uns nochmal die US-Märkte im JFD Live Trading TV an. Ich sage an dieser Stelle erstmal danke fürs Dabeisein und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Restnachmittag. Wenn Sie mögen, bis später. Ansonsten bis morgen oder eben im Stream. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.